Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen in meiner Küche. Ich zeige euch heute, wie ihr einen Pizzastein aus Steingut verwenden könnt, dass ihr richtig knusprige Steinofenpizza erhaltet. Also ihr könnt den Teig entweder eine halbe Stunde vorher machen oder so wie ich, gleich 2-3 Stunden vorher, dann braucht ihr weniger Hefe. Wenn ihr morgens den Teig macht und abends Pizza macht, dann reicht schon wirklich eine Fingerspitze vom kleinen Finger. Und der Pizzabäcker macht es einen Tag vorher, stellt es in den Kühlschrank und am nächsten Tag holt er den Pizzateig raus. Und zum Beispiel wunderbar aufgegangen, das reicht für 2 Bleche. Das ist so das Rezept für 2 Bleche. Ich nehme jetzt einen Teil raus. Vorher erkläre ich euch noch kurz, ich habe den Rockstar, praktisch das Steingut, eingeölt mit einem stark erhitzbaren Öl, beziehungsweise mit Botaris könnt ihr das machen. Auf jeden Fall darf es nicht, also muss hohe Temperaturen aushalten. So, das tun wir mal. Auf den eingefetteten Stein kommt euer Pizzateig. Und wie viel, das ist so ein bisschen euer Ermessen, wie dick und wie viel Rand ihr da haben wollt. Also ich bereite den einfach so aus und ziehe den nur noch. Ich tue den nicht mehr durchkneten. Und wenn ich ihn dann ein bisschen gezogen habe, ihr seht, er rutscht zurück, weil der Stein gut eingefettet ist. Irgendwann braucht er den immer einfetten, weil die Poren sich vollgezogen haben mit dem Fett. Ihr könnt ihn einfach anlupfen und in die Richtung bewegen, wo ihr hin wollt mit dem Teig. Ihr könnt ihn einfach auch mal drehen. So wie ihr ihn am besten benutzen wollt. Und ich schiebe den Teig über den Rand hinaus, weil den kann ich dann ein bisschen hochziehen, damit mir ja nichts runterläuft vom Stein. So, der Teig ist jetzt praktisch ein bisschen überlappend. Je mehr ihr es runterzieht, umso größer kann eure Pizza werden. Und ich drehe den einfach so ein. Ihr könnt zum Beispiel, so, der Rand ist jetzt gut hochgezogen und jetzt könnt ihr noch hier kleine Gabelstiche machen oder mit eurem Backzubehör einstechen, damit da keine Blasen entstehen, weil der Teig so toll hochkommt, dass euch sonst alles runterläuft, weil das hier in der Mitte hochkommt. Also die Löcher sind wichtig. Jetzt könnt ihr es euch schwer machen, indem ihr die Soße vorher im Thermomix anrührt, aber ich habe mir sagen lassen von einem italienischen Kunden, das backt sowieso im Ofen, also braucht ihr nicht das vorher schon zum Kochen bringen. Jetzt verteile ich die Soße, vielleicht noch ein bisschen mehr. Das Stück gefällt mir nicht, das ist mir zu, obwohl. So, der Rest gibt es nachher bei der Kochshow. So ein bisschen verteilen. Ihr könnt sie natürlich auch pürieren oder pürierte Soße nehmen oder frische Tomaten, so wie ihr möchtet. Jetzt kommt zuerst der Käse, also nicht der Belag, wie es die Deutschen machen, sondern der Käse. Ihr könnt ihn im Thermomix klein raspeln oder ihr schneidet ihn einfach von Hand. Das ist ganz euch überlassen. Der Grundteig ist immer der gleiche. Das heißt, ich nehme immer gern die Pizza Margherita. So habe ich dann die Möglichkeit, die Zutaten zu variieren, wie ich es möchte. Ich habe jetzt hier so, zum Beispiel für anschließend Rucola und Tomaten oder ihr macht gleich Basilikum drüber. Auf die Pizza kommt jetzt einfach ein bisschen Salz. Das ist halt das, was ihr macht, wenn ihr nicht die Soße vorher schon zubereitet. Und selbstgemachtes Pizzagewürz aus dem Thermomix. Das streut ihr einfach drüber. Da sind alle mediterranen Kräuter drin. Und auch ein bisschen Würze. Jetzt habe ich schon ein paar Basilikumblätter verteilt und manche mögen gern Pilze drauf. Und das macht ihr einfach so, wie es in eurer Familie beliebt. Ich mache mal die Hälfte mit Pilze, weil eine Tochter mag es nicht. So. Und schon kann sie in den Ofen. In 220 Grad und dann braucht es ungefähr 20 Minuten. Und denkt dran, das sollte unten auf der untersten Schiene oder das Gitter direkt ganz unten auf den Boden stellen und dann kommt die Pizza hinein. So.